So, hallo, lasst uns schnell mal wieder, also hoffentlich wirklich schnell, ein paar Runden Nördel, Quördel etc. spielen. Wir starten mal mit 1 plus 9. Das rechnen wir. Ach nee, ich kann ja keine Klammern setzen. Nee, ich wollte was. Nee, kann ich gar nicht machen. Kann ich gar nicht machen. Dann machen wir einfach mal. Ich hätte jetzt halt gerne noch zwei andere Zahlen drin. Mal 3 ist gleich 28. Und dann haben wir 5 Zahlen, 2 Rechenzeichen und ein ist gleich und können gucken, wie das Ganze läuft. Okay, das Ergebnis ist zweistellig. Es hört sogar mit einer 8 auf. Das ist schon mal sehr gut. Es wird keine Multiplikation vorkommen, aber eine Addition kommt vor. Die 1 ist richtig vorne. So. Okay. Es gibt keine 3. Nee, doch, es gibt eine 3 und es gibt eine 2. Es gibt keine 9. Okay. Jetzt kommt also kein Plus. Das ist schon mal richtig. Ja, jetzt könnte man mal sagen, hier ist 12. So, 12 plus. Dann könnte jetzt theoretisch passieren, dass man sagt, okay, 3 und dann halt 36. So. Und es wäre dann halt 48. Das erfüllt aktuell. Zumindest, also es ist noch nicht so, dass das die einzige Lösung ist. Ne? Anstatt der 3 könnte hier auch eine 4 stehen und dann steht anstatt der 4 hier halt eine 5. Aber das erfüllt erstmal alle Bedingungen und würde uns jetzt in der nächsten Zeile dann weitere Vorschläge geben, was noch so möglich ist. Aber das ist aktuell auf jeden Fall denkbar. Ich verstoße damit nicht gegen irgendwelche bisherigen Festlegungen. Okay. Gucken wir mal. Zack. Okay. Okay. Also das war jetzt wirklich Glück. Es hätte also wirklich auch, es hätte noch ganz viel sein können, ne? Also, da wäre noch ganz viel möglich gewesen. Aber soll mir recht sein. Gut. Gut. Machen wir. Nehmen wir. Völlig okay. So. Dann starten wir mal mit Coin. Da haben wir OI, NS und so, sind schon mal ganz wichtige Buchstaben, die man benötigen kann und nutzt. Oh mein Gott. Okay. Interesting. Ich werde jetzt aber nicht hier anfangen weiterzuraten, weil dann würde ich jetzt aktuell immer nur zwei Buchstaben dazu gewinnen. Ich will noch einen zweiten Abschnitt schreiben und die anderen Vokale abnehmen, dass wir A, U, E auch auf jeden Fall reinbekommen. Und das machen wir über das Wort. Lasst mich nachdenken. Es müsste ein Wort geben. Es muss doch ein Wort geben mit A, E, U, U. Was brauche ich noch? A, E, U. Das brauche ich. A, E, U. Ja gut, wir lassen das U mal noch raus, aber Alert ist auf jeden Fall auch ein sinnvolles Wort. Da ist noch nichts drin, was wir noch nicht haben. Und das U werden wir noch mit der Zeit auf jeden Fall dazu bekommen. Okay, nehmen wir Alert, dann haben wir die anderen zwei Vokale auch drin. Zack. So. Okay. Ja, jetzt ist hier, ja lol, ist das dann Joint? Gibt's was anderes mit Oint? Gibt es was anderes mit Oint? Point. Nein, es gibt auch noch Point. Okay. Dann werden wir jetzt nicht anfangen zu raten, sondern vielleicht wird ja irgendwo noch das P und das J mal gebraucht. Genau. Also Point oder Joint. Aber wir lassen es erstmal leer. So. Hier haben wir COLS. Aber es ist nicht in der Reihenfolge. Also kein einziges ist an der richtigen Stelle gelandet. Das ist interessant. C und T ist an der richtigen Stelle und es gibt noch ein A. Okay.
C. Cold? Nee, wie heißt denn das Wort, was ich suche? Geht das? Gibt's das? Aber das ist, ich glaube, das schreibt man anders. Ja, das schreibt man anders, schreibt man GHT. Ich wollte Cord, aber das ist es nicht. Aber gibt es trotzdem was jetzt mit T noch auf? Also gibt es da irgendwas? Ich probiere mal kurz ein bisschen durch. Nee, wüsste ich nicht. CA kann ich trotzdem schon mal ansetzen. CA. Ist mir noch zu viel. Ich will jetzt nicht anfangen, wieder zu raten erstmal. Ich will erstmal überlegen. Hier ist O an der zweiten Stelle fest und es gibt auch ein E und es gibt noch ein R. Da lässt sich auch noch viel draus basteln. Zum Beispiel. Was könnte Romet? Gibt es Romet? Nein. Gibt es Roma? Nein. Omi? Nee. Ich glaube dann, so denke ich dann schon mal nicht. Wüsste es nicht, wie das hier weitergehen könnte. Nee, es passt schon. Oder Romeo. Lol. Das würde er akzeptieren? Really? Ich meine, dann hätten wir das M jetzt noch mit drin. Dann hätten wir das M jetzt noch mit drin. Ich würde es jetzt mal auslösen. Dann haben wir hier auch ein paar mehr Möglichkeiten, wo das O liegen, ja, ob es noch ein O gibt. Bei anderen würden wir hier auf jeden Fall das nächste O sehen, ob das hier liegen könnte. Ja, komm, wir probieren es mal aus. Okay. R ist nicht vorne. Es gibt kein zweites O. Hier gibt es auch kein zweites O. Ja, okay. Gut, dann hat mir es jetzt nicht so viel gebracht. Na, also doch, es hat mir schon Erkenntnisse gebracht, aber jetzt nicht so, dass man sagen könnte. Okay. Ach, das R hat mir ja hier auch schon. Also ich habe eigentlich gar keinen Buchstaben dazu gewonnen gerade. Ja. Doch, das M habe ich. M habe ich dazu gewonnen, M ist raus. M hatte ich vorher noch nicht ausgeschlossen. Okay. M habe ich vorher noch nicht ausgeschlossen. Gut. Ich will halt jetzt eigentlich noch nicht den Point oder Joint ausprobieren. Das sind zwei Versuche. Vielleicht kommt der P oder J noch irgendwo. Vielleicht kriegt es ja noch irgendwie anders unter. Also R ist jetzt nicht, dass man mit startet. Das ist schon mal blöd. Es kann aber auch nicht mit E starten. Eigentlich haben wir doch was gewonnen, weil mit E starten, EO ist merkwürdig. Dann muss E es mit E aufhören. Es kann aber auch nicht mit RE aufhören. Dann muss R hier sein. Also eigentlich haben wir tatsächlich was ge dazu gewonnen. Wir haben eigentlich das R jetzt fest an der dritten Stelle. Wir haben das R jetzt fest an der dritten Stelle. Und das E fest an der fünften Stelle. Also, irgendwas und dann Or E. Was könnte da sein? Ich probiere mal mein O, mein P. Por. Gibt's Porch? Porch gäb's, ne? Haben wir G schon irgendwie mal getestet? Wir haben G noch nicht getestet. Jetzt haben wir das P zum Testen. Das O ist an der richtigen Stelle. R und E muss jetzt an der richtigen Stelle sein. Also Porch wäre eine Idee. Wir probieren Porch aus. Okay. P ist nicht dabei. Das macht dann hier eigentlich jetzt den Joint nur noch möglich. Oder das Joint. Es gibt auch Joint Ventures und so. Joint ist ja nicht zwingend nur die Droge.
Weil was anderes wüsste ich jetzt nicht. Woint, toint, coint, toint, boint, xoint, nee. Foint, ich sehe hier nur noch joint als Wort. Okay, musste ich jetzt auslösen, weil irgendwann muss ich es ja auslösen. Nicht, dass das nachher das ist, was übrig bleibt. So, aber jetzt haben wir hier Orge. Orge ist fest. Das G haben wir dazu gewonnen. Das ist nicht schlecht. Es war nicht Porch. Was gäbe es noch? Gibt es Gorge? Also zwei. Oh, verdammt, warum gibt es solche Wörter? Also 2G. Damit gewinne ich halt nichts in den anderen Abschnitten. Gewinne ich halt gar nichts. Ah, das ist doch Kacke. Was gibt's noch? Gibt's Dorge? Nein, zum Glück nicht. Forge gibt's auch noch. Oh nee, es sind zu viele Möglichkeiten. Borge gibt's nicht. Worge gibt's auch nicht. Worge, nee, zum Glück auch nicht. Korge auch nicht. Okay. Horge, okay, auch nicht. Also es sind nicht so viele. Forge hätten wir. Was noch? Wait, was war's denn außer Forge noch? Ach, Gorge. Also Gorge oder Forge? Ich würde ja fast auf Forge tippen, aber wir lassen es mal noch kurz aus. Weil hier haben wir jetzt trotzdem ein bisschen was. Also hier sind wir noch nicht viel weiter. CLOS, wobei ist eigentlich schon ein bisschen. Doch, eigentlich haben wir schon ein bisschen was. Wir wissen nur noch nicht, in welcher Reihenfolge das alles vorkommt. Aber hier wissen wir jetzt CT und wir wissen A und P kommt auch vor. Ja, das sollte doch hinzukriegen sein. Sagen wir mal Cape. Was kann da jetzt noch kommen? Kaputt. Das ist das U, was ich noch nie getestet habe. Ich habe am Anfang gesagt, U werden wir schon irgendwie noch bekommen. Jetzt habe ich U noch nie getestet, jetzt habe ich den Salat. Kaputt wäre eine Option. Gibt es noch was anderes? Kapit? Nein, zum Glück nicht. Wir müssen kaputt testen. Wir müssen kaputt testen. Es ist leider eine Option. Dann gewinnen wir vielleicht noch irgendwo das U dazu. Es ist kaputt. Okay, oder Caput oder wie auch immer man es aussprechen möchte. Gut. Ja, hat leider ansonsten nichts gebracht. Jetzt habe ich noch drei Zeilen frei. Kann ich es mir leisten, Forge einfach mal zu testen? Das F haben wir bisher noch nicht benutzt. Ich muss Forge testen. Dann habe ich zumindest F noch hier oben mal vielleicht auch ausgeschlossen noch. Ansonsten habe ich allerdings hier nichts gewonnen, weil ich das L und das O ist wieder an der gleichen Stelle. Das O ist halt, na, ich gewinne hier nichts von der Lage her, aber vielleicht gewinne ich Forge. Wenn es das nicht ist, müsste ich Gorge probieren. Gewinne ich erst recht nichts. Ja, let's go. Nein! Dann ist es Gorge. Was anderes gibt es nicht mehr. Okay, dann lassen wir das erstmal aus und müssen jetzt hier oben gucken. Aber jetzt müssen wir hier, ja, wir müssen nicht gucken, wir müssen jetzt hier auf das Wort kommen. Dann kann ich auch erstmal Gorge machen. Dann mache ich erstmal Gorge. So. Tja, jetzt haben wir einen Guess. Es läuft immer auf einen Guess hinaus. Okay. Wir haben nicht viel gewonnen. Wir wissen, es startet nicht mit C. Wir wissen, an der zweiten Stelle ist kein O. An der zweiten Stelle ist auch kein L. So. Dann lass es halt mal mit L starten. Ist schon blöd. Dann lass es mal mit O starten. Os. Oskli. Osklo. Was gibt es noch für Optionen? Eigentlich ist eigentlich nicht brauchbar. Also wüsste ich nicht, was das sein soll. Ich wüsste nicht, was das sein soll. Nee. Nee, okay. Lass trotzdem mal mit O anfangen. Es könnte danach ja auch das C kommen.
Gibt es Oklis? Nein. Ja, viel mehr Kombi-Möglichkeiten habe ich nicht, das zu verbinden. Okay. Lass es mal mit S starten. Jetzt weiß ich den zweiten Buchstaben nicht, weil C, S, C ist irgendwie weird. Wobei es. Oh, Skull. Skull ist ein. Oh, wir haben den noch nicht ausgeschlossen. Skull würde aktuell. Ja, dann muss ich Skull ausprobieren. Skull würde aktuell alle Bedingungen erfüllen, aber wenn Skull nicht ist, habe ich halt Pech gehabt. So, das ist ein Brau das ist es ist möglich. Es dürfte möglich sein. Risiko. Aber das war ja, es hat gut gestartet. Es hat gut gestartet und dann war einiges wieder an Glück. Also das Glück im Quördel ist nicht von der Hand zu weisen, was man benötigt. Das Glück im Quördel ist nicht von der Hand zu weisen. So. Okay, dann lasst uns mal schnell hier durchgehen. Wir starten wieder mit Coins. So, warum nicht? Coins. Gewinnen wir das N und das O. Ach, ist einzelnes Wörtel ist irgendwie, wenn wir im Quirtle gespielt hatten, nicht mehr so spannend irgendwie. Weiß es nicht. Vor allem, weil ich nach wie vor immer die gleichen Probleme habe. Dass ich. Dass ich dann, okay, das gibt's nicht, schade. Dass ich dann, ja, einfach Wörter immer sehe, die nicht mehr gehen und die anderen wollen mir einfach nicht einfallen. So, N ist auch nicht an der zweiten Stelle. O ist in der Mitte. Das haben wir schon mal gewonnen. Okay. Okay. Ah, nee, S kannst du ja nicht starten. Aber CH kannst du noch starten. Gibt es Korn? So, kann man das so schreiben? Ich weiß es nicht. Nein, schade. Brauche das N noch irgendwie? Korn. Es stört mich so massiv, dass wir hier diese schöne Option nicht haben, dass es rot wird, wenn es nicht geht und ich das erst immer austippen muss. Es ist so viel angenehmer. Gibt es Cone? Ist das ein Wort, was es gibt? Nein. Ja, ich glaube, das schreibt, also so zu schreiben ist, glaube ich, komisch. Gibt es sowas? Nee, Quatsch, N darf ja gar nicht. N darf ja gar nicht an der zweiten Stelle sein. Dass ich das an der vierten Stelle, dass ich das probiert habe, ist schon wieder lost gewesen. Sorry. Ich probiere andere Sachen. Gibt es Joan? Nein. Gibt es Joppen? Nein. Ah, warte! Nee. Ich wollte gerade sagen Join, aber das schreibt man ja anders. Trotzdem ausprobiert. Für den Flex. Hat mit Flex nichts zu tun, aber egal. Cohen? Nein. Ich denke, dann ist es nichts mit CH am Anfang. Ist ja auch noch überhaupt nicht gesagt, ne? Ach so! Oh mein Gott, C ist doch schon raus. Oh, ich kriege schon wieder Gott. C ist ja schon raus. C ist ja schon raus. Darf ich doch gar nicht benutzen. Warum bin ich dumm? Okay, Bro. Bro ist noch möglich. Braun. Braun wäre denkbar. Braun erfüllt aktuell alle Erlaubnisse, alle Bedingungen. Okay, N ist tatsächlich ganz hinten. So. In R ist aber sogar auch dabei. Gut. Das ist doch schon mal was. Ein R ist dabei. Sagen wir mal, das R ist am Anfang. Was könnte zwischen R und O stehen? Finde ich komisch. Ich glaube, ORN klingt sinnvoller. Irgendwas mit ORN
Klingt viel besser. Okay, was hört auf ORN auf? Auf ORN hört auf Akon, aber das ist schon weg. Gibt es Athorn gibt es das? Nein, schade. Gibt es Aegon? Irgendwie will ich mit A anfangen. Was gäbe es noch mit A? Adorn? Gibt es Adorn? Okay, es gibt es sogar, aber A und D sind nicht dabei. Also ORN hören wir auf, wie ich es schon gesagt habe. Was kann davor jetzt noch stehen? So viele Möglichkeiten dürfte es da noch nicht geben. Vor allem A ist jetzt auch weg. Also alles, was mit A anfängt, ist auch raus. Gibt es Ugorn? Was könnte noch mit U sein? Uthorn, aber hätte ich noch nie gehört, wenn es das Wort wäre. Wüsste ich nicht, was das sein soll. Ja, mehr lässt sich mit U auch nicht bauen. Aber wenn es nicht, also wenn es nicht mit einem Vokal beginnt, ah, wir haben eh noch, eh haben wir noch nicht draußen. Ethorn. Oh mein Gott, ich kann nicht schreiben. Ethorn. E, wir bleiben mal bei E. Ephorn, aber das sind alles Sachen, die hätte ich noch nie gehört, wenn es das wäre. Aber wir haben es halt noch nicht ausgeschlossen. Egon. Ja, Emorn. Keine Ahnung. Meine, es könnte auch 2 O geben. Nee, es kann nicht 2 O geben. O ist da oben gelb gewesen. Never mind. Kein O, kein zweites O. An der Stelle. Aber ein O könnte am Anfang sein. Das wäre noch denkbar. Aber mit welcher Kombination? Othorn? Ogorn? Mm-mm. Eher nicht. Was könnte noch für eine Kombination? Was ist mit GH? Gibt es sowas wie Gorn? Nein. Thorn! Oh mein Gott, die Dornen. Ich bin ein Volltrottel. Ich bin ein Volltrottel, Dorne. Okay, gut. Bascht. Deutsches Wörtel. Auf geht's. Zack. Okay, wir starten wieder mit Coins. Ach, wir starten mit Coins, ja. Juden moin, Juden moin. Wir starten mit guten. So, zack. Ab da. Gut, wir starten nicht mit guten. Dann, wenn die nicht mit dem guten Morgen starten, starten wir mit dem Abend. Mir doch wurscht. So. Dann haben wir was mit E, dann setzen wir mal E an den Anfang und gehen über, weiß ich nicht, Esch, nee. Aber wir könnten Sche machen, das wäre auch denkbar. Aber es lässt sich nichts mit SCHE, was ist denn, was könnten da hinkommen, Sche. Vor allem, es hört einfach dann auf. Nee, SCHE ist komisch. Nope. Kann man nicht einfach trotzdem mit E starten und uns irgendwas ausdenken erstmal?
Echos. Echos ist im Moment etwas, was komplett möglich ist. Wir kontrollieren das O noch zusätzlich, das S kontrollieren wir. Oh, let's go. Ach, geh doch! Was will. Oh. War voll stolz auf das Wort. Was soll das denn? Magst du den Erpel als Ente? Das sind sogar zwei E, die wir kontrollieren können. Bist du damit einverstanden? Das Mager. Okay, das. Okay, E und L hört sogar auf. Das ist doch schon mal toll. Wir starten vielleicht mit P. Okay, dann könnte das möglicherweise. Ja. Oder es ist Pf, also irgendwas mit P, irgendwas EL. Was könnte denn nach vor Pfell kommen? Ich meine, Apfel ist raus. Gibt es noch was anderes? Upfel? Ipfel? Nee. Ist komisch. Wobei, lass mal. Ach, Spiel. Spiel, 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 Spiel. Spiel erlaubt aktuell alles, was wir haben. S ist noch nicht raus. EL ist an der richtigen Stelle. P ist woanders. Let's go. Es ist nicht das Spiel. Aber I ist sogar am Start. I ist am Start, aber I ist nicht dort. P ist nicht dort. P ist jetzt am Anfang. P muss an den Anfang. P muss an den Anfang. Der Pfeil. Nee. Geht ja gar nicht. P muss an den Anfang. Wenn ich I direkt danach setze, Pitel, Piwel, Pigel, Pihel, Pifel. Irgendwie solche altertümlichen Wörter könnten schon sein, die man halt vielleicht nicht so kennt. Aber ich probiere es jetzt aus, bevor ich hier mich dumm und dämlich schreibe. Pitel, ja, wüsste ich auch nicht, was das sein soll. Ich probiere ja nur aus, liebes Spiel. Lass mich doch ausprobieren. Pilel, wüsste ich aber auch nicht, was das sein soll. Nee, eben. Pivel, wüsste ich auch nicht. Gibt's auch nicht. Pigel, wüsste ich auch nicht, was das sein soll. Pizel, keine Ahnung, wüsste ich auch nicht. Pivel, wüsste ich auch nicht. Kenne ich auch nicht. Nee. Dann ist es nicht PI. Dann ist es. Ja, wobei, Moment, es muss PI sein. Hä? I ist ja nicht an der Mitte. I kann ja nicht in der Mitte sein. Es muss PI sein. Es muss PI sein. Hä, aber so Pikel schreibt mir ja eigentlich mit CK. Was soll da jetzt da? Hä, was soll da für ein Buchstabe dazwischen? Piel? Pihel? Ich muss jetzt alle Buchstaben ausprobieren. Pizel? Was habe ich noch nicht ausprobiert? Pixel! Alles klar, der Pixel. Gut, danke fürs Zuschauen. Und tschüss. So, ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Semantel scheint eine Option zu sein von Wordle, wo es nicht um die Buchstaben geht, sondern um die Ähnlichkeit der Wörter. Das heißt, man rät irgendein Wort und er sagt, wie nah man dran ist an dem Wort. Wir probieren jetzt einfach mal aus und schreiben Haus. Ich sag mal, alles bitte als Lowercase, damit es da keinen Stress gibt. Guess. Similarity 8,73. Getting close, cold. War also scheinbar schlecht. Probieren wir mal Apple. Noch weiter weg, okay. Probieren wir mal. Weiß ich nicht, Shirt?
Also das ist jetzt auch egal, wie lang die Wörter sind, ne? Das müssen keine fünf Wörter sein, also keine fünf Buchstaben sein. Okay, Haus war ich noch näher dran als bei Shirt und bei Apple. Was ist mit Garden? Immer noch weiter weg. Was ist mit Luft? Air? Keine Ahnung. Weiß ich, ob ich das richtig spiele. Water. Okay, Water ist näher dran als Haus. Aha. Okay. Fire. Aber ist halt auch nicht, noch nicht sehr nah dran, ne? Fire ist wieder weiter weg. Stabil. River. Was ist River? Geht das jetzt in Richtung Water? River, okay, mit River nähern wir uns der ganzen Sache. Interessant, interessant. River, Fisch. Nähern wir uns jetzt dem Fisch? Wir sind wieder weg. Ich glaube, ich verstehe nicht, wie das geht. See, Sie. Sie ist okay. Sie ist interessanterweise noch näher dran. Also irgendwie River, Sie. Damit nähern wir uns jetzt. Lake. Lake. Upsala. Lake. So. Lake ist wieder weiter weg. Biotop. Schreibt man das so? Ich habe keine Ahnung. Kennt er nicht. Okay, schreibt man nicht so. Lake, sie, aber er ist noch nicht wirklich, also sonderlich zufrieden ist er noch nicht mit sie auch, ne? Ground. Irgendwie. Ja, ist alles so. Weiß ich nicht. Wenn ich jetzt aber sowas wie Money mache zum Beispiel, das dürfte ganz weit weg sein. Ne? Das hat ja mit den Sachen hier gar nichts mehr zu tun. Okay, ganz weit weg ist es auch nicht. Oh je, wie soll man denn darauf kommen? Wie soll man denn darauf kommen? Was ist das denn hier? Ach so, er sortiert. Okay, er sortiert nach, wie ich es geraten habe. Interesting. Interesting, interesting. Sieht man das alles? Ja, sieht man. Okay. Ja. Gehen wir mal in eine ganz andere Richtung. Ich weiß nicht, warum Lake und Sea, aber ich probiere mal Father. Okay, das ist halt auch noch so alles so, nicht wirklich an der Nähe. Also mit sie bin ich in die richtige Richtung gedriftet. Ship, was ist mit Ship? Ja, es ist alles so, Pond. Teich. Auch nicht. Sie. Pond. Sie war noch am besten, aber auch nur 15,4. Ich glaube, das höchste ist 100, ne? Highest possible similarity ist 100. Ja, wenn die Wörter identisch sind. Sea Pond. Gibt es denn noch so in die Richtung? Flat. Gut. Okay, ganz weit weg. Stabil. Strand, was heißt denn Strand? Beach. Ja, okay, wir entfernen uns wieder. Interessant. Sea. Also von der Bedeutung her ähnlich. Atlantik. Wir gehen, können wir mal verschiedene Meere durchprobieren. Atlantik. Naja, ist da nicht so gut. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt. Nee, aber es ist halt auch. Es, hä? Mano, River Sea war noch so die beste Idee, ob das mal.
Will irgendwie ein spezielles Meer haben, Pazifik. Oh, Pazifik 21,04. Bisher der beste, die beste Möglichkeit, die wir zum Raten hatten. Aber getting close ist ja noch cold. Warte, lass mich kurz nochmal lesen. Getting close indicator tells you how close you are. If your word is one of the 1000 nearest normal words to the target, the rank will be given. 1000 is the target word itself. If your word is not one of the nearest 1000, you are cold. Ja, lol. Ich verstehe nicht, wie, was ich hier tun soll. Ich probiere jetzt mal irgendwelche Länder. Australien. Einfach mal gucken, was passiert. Okay. Gehen wieder weiter weg. Aber wir sind näher dran als Sie. Wieso sind wir jetzt bei Ländern plötzlich näher dran? Germany. Hä? France. Europe. What the heck? Jetzt bin ich aber böse reingerattert. Okay. What the heck? Amerika? I don't know. Kontinent? Kontinent? Junge! Jetzt geht's aber ab hier. Ja, probier mal doch andere Kontinente. Was weiß ich? Asia. Nicht mehr so richtig. Das habe ich noch nicht für einen Kontinent. Afrika. Jetzt gehen wir weiter weg. Kontinent World. Okay. Interesting. You can see the nearest words here. Was passiert, wenn ich jetzt da draufklicke? Warning, this will spoil today's mental puzzle. Ja, aber das haben wir doch schon gesehen. Click this warning to see the contents of the page anyway. Ja, das haben wir doch gerade schon gesehen. Ich hab's doch schon richtig gehabt. Globe, Country, Continent, Nation, Global, Worldwide, Globally, Worlds, Planet, Countries, Continents. Okay. Oh mein Gott. Yo, okay. Das ist interessant, aber auch irgendwie gruselig. Finde ich, weiß nicht. Das ist interessant, aber gruselig. Gut, wir haben es jedenfalls. Ich bedanke mich an der Stelle nochmal fürs Zuschauen. Das packe ich nämlich noch einfach hinten ran. Aber ich glaube, das ist nichts, was wir. Also ich glaube, das ist wieder was, wo ich durchdrehe. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. So, nochmal Dank fürs Zuschauen und tschüss.